Hallo. Du meinst jetzt ernsthaft. Ich bin ernsthaft. Also das ist der Finn und heute ist wieder Montag und der macht heute wieder sein Video und ich bin Lena, seine Freundin. Und was ist das für ein Thema heute? Rollenverteilung. Ja, Nee, Rollenverhalten. Rollenverhalten ist heute das Thema und der Finn sagt euch jetzt was dazu. Kannst du auch noch so übernehmen? Hast du jetzt Warum zu soll ich das denn viel übernehmen? gemacht? Jetzt mach. Was soll ich denn dazu sagen? Also Rollenverhalten ist für mich. Mädchen spielen mit Puppen und Jungs spielen mit Autos. Für dich? Nein, du musst mindestens. Ja, was für dich das heißt? Also Rollenverhalten. Oder was? Ja. Ja, Mädchen sind so halt so mehr Schminke. Oh, wir müssen perfekt sein. Und Jungs sind Sowieso. so halt, ne? Gar nicht. Doch. Und Jungs sind halt immer so, ja, wir müssen hier die Stärksten sein. Wir müssen gut aussehen, alles. Und na, hier mit Muskeln und. Ist ja auch so, immer so selbstverliebt. Gar nicht, Also du. jetzt sag mal Vernünftiges was dazu. Du musst doch bestimmt was drüber. Ja, du musst noch was trinken. ja, keine Ahnung. Also für mich war Rollenverhalten immer so, dass Jungs Fußball spielen oder mit Autos oder mit Lego oder draußen mit den Jungs irgendwelche Höhlen bauen oder so und Mädchen immer nur mal Puppen oder mit ihrer Schminke oder in ihrer scheiß Babyküche da oder was das war früher so, wie heißt das? So eine kleine Küche. Küche. Hatte ich keinen anderen Namen. Ne, Einkaufs. Wie heißt das? Einkaufsladen. Einkaufsladen. Ja, irgendwie So. sowas. Barbie-Puppen. Ja, Babyborn, davon Aber ist was auch hat noch. das eigentlich mit Rollenverteilung zu tun? Oder so? Das ist das typische Ah, Klischee-Ding, so. typisch Mädchen, typisch Mann. So, Ja. ne? Typisch Mädchen. Oh, meine Haare. Also. Typisch Mann. Boah, ich hab den größten hier. Oder Ja, ich nicht. Sagst du immer bei unserer Katze. Kann ich. Wir dürfen aber nicht länger als 3 Minuten machen. Ja, also, so. Das war jetzt heute von Finn. Ich war seine seelische Unterstützung heute. Ein bisschen Plamplam ist er heute. Naja, dann wünschen wir euch noch einen restlichen Nein. schönen Montag und tut uns leid, dass es das ein bisschen später geworden ist. Tut mir leid. Tut ihm leid.